Hey Leute, willkommen zu der nächsten Folge von Star Wars Squadrons. Lasst gerne Like und Abo da und jetzt viel Spaß. So. Was müssen wir uns jetzt anhören? Agent Thorn kannte zwar nicht die Position von Projekt Starhawk, aber ihre Informationen wiesen in die richtige Richtung. Dann machen wir weiter wie geplant. Oh, hallo. Captain, ist das der neue Pilot? Ja, wertvolle Verstärkung für die Staffel, nicht wahr? In der Tat. Gute Arbeit mit Agent Thorn. Ja. Du hast vorherige Leistungen um... Oh, Verzeihung. Ich bin mit deiner Akte so vertraut, dass mir entgangen ist, dass wir uns noch gar nicht begegnet sind. Ich bin LT-514, Imperialer Geheimdienst. Oh. Gern werde ich deine Leistung in der kommenden Mission analysieren. Macht es, ich war echt gut. Captain Carroll. Sollen wir diese Besprechung fortsetzen? Achso, ihr beide, ja. Tschüss. Haut rein, Leute. Ach, ich muss mitreden, okay. Dann mal los. Die Informationen von Agent Thorn waren Gold wert. Die Spur von Desefro. Die Ingenieur der neuen Republik von Hosnium Prime zur geheimen Basis von Projekt Starhawk unterwegs ist. Die vorgesehene Route führt sie durch das umkämpfte Gebiet von Desefro. Laut unseren aktuellen Informationen wird der Konvoi versuchen, seine Anwesenheit in einem Trümmerfeld zu verbergen. Oh, nicht wieder ein Trümmerfeld, ey. Lasst den Konvoi durch die Trümmer und lasst ihn in den Hyperraum entkommen. Wir werden dann alle möglichen Zielorte... Das Spiel hat's mit Trümmerhaufen, so. ...um Projekt Starhawk ausfindig zu machen. Man darf euch auf keinen Fall entdecken. Wir können es uns nicht erlauben, diesen Konvoi zu verlieren. Imperiale Streitkräfte vor Ort wurden angewiesen, sich nicht einzumischen. Sobald der Konvoi das Trümmerfeld durchquert hat, wird er das System verlassen und uns den Weg zum versteckten Hauptquartier weisen. Okay. Sobald wir ihre Sprungrichtung kennen, kehrt ihr zur Overseer zurück und bereitet euch auf einen weiteren Einsatz vor. Alles klar. Dann machen wir das mal. Oh. Das gefällt mir. Der TIE Reaper ist ein Modell, das speziell für die Unterstützung einer Staffel entworfen wurde. Okay. Den Feinden das Leben schwer. Ja, da gibt's doch wieder die Schnellfeuerkanone, oder? Ich habe außerdem Störtechnologie angebracht, damit verschwindest du vom Radar. So wie taktische Schilde, mit denen du verbündeten TIEs Schutz geben kannst. Cool. Darf ich ausrüsten? Nee, darf ich nicht. Echt nicht? Schade. Dann starten wir in die Mission. Ich dachte, ich könnte nochmal die Kanonen ändern oder so. Aber dann nehmen wir einfach mal das, was wir haben und starten mit diesem geilen TIE Reaper in die Mission. Der Planet sieht kleiner aus als der Trümmerhaufen. Was ist denn hier passiert? Ach, ich bin jetzt ein Unterstützer, oder? Zerstörer verloren. Wenigstens bleiben wir durch sein Vorgehen unentdeckt. Zusammenbleiben und Abstand halten. TIE Reaper ist voll groß. Ich glaube, neben mir ist noch ein Platz frei, oder? Für noch einen zweiten Piloten. Der Störer von Titan 3 wird es dem Feind schwerer machen, euch zu erfassen. Also so ein TIE Reaper könnte ich mir schon so in echt vorstellen. Der sieht von innen echt geil aus. Normalerweise können deine Feinde dich mit ihren Sensoren aus großer Entfernung entdecken. Es gibt aber bestimmte Komponenten, mit denen du dich tarnen kannst. Verwende die Staffelmaske. Ach so, meine Verbündeten auch. Drücke L1. Wir sind unsichtbar. Ah. Nutzen wir die Trümmer als Deckung und nähern uns dem Konvoi. Okay, ich bin so ein richtiger Unterstützer. Aber wir haben zu viel Schub. Es gefährdet unsere Mission, DA zu fliegen. Klug. Oh, ich hab's eh nicht so mit schnell fliegen. Na, ich hätte unten durch. Ja, komm, ich fliege jetzt unten durch. Geduld, Von Rack. Wir haben reichlich neue Ziele, sobald wir Projekt Starhawk ausfindig machen. Irgendwie diese TIE Reaper oder was wir beim letzten Mal bei den Rebellen geflogen sind. Die mag ich am meisten irgendwie, diese Schiffe. Die gefallen mir richtig. Aber mal gucken, wie er sich im Kampf dann macht. Der ist einfach mich reingefahren. Oh, da ist eine Fregatte.
Wo lang? Der Sternenzerstörer Tormentor tritt in der Nähe des Trümmerfeldes aus dem Hyperraum. Hi! Oh nein, das kann nicht sein Ernst sein. Au! Was hat das zu bedeuten? Ihr lasst unsere Feinde entkommen, Captain Carrin. Ich werde diese Gnade nicht fallen lassen. Hab ich einen Fehler gemacht? Au! War ja, was ist denn jetzt los? Schild ist unten, oder? Wir sind im Krieg. Das Ausräuchern dieser neuen Republik ist die einzige Mission. So, auf was soll man denn schießen? Dieser Vollidiot. Darauf? Hi! Ach, verteidigen! Ich schieß drauf! Umdrehen jetzt erstmal, damit ich richtig rum bin. Das wird wieder eine Lost-Mission. Scheiße. Okay, jetzt fangen wir aber mal richtig an. Eben. Interessante Kanonen, die ich hier habe. Die brennen ja schon alle, oder was? Oder, ach, das sind Schüsse, oder? Ach, ich muss, ja, jetzt habe ich komplett auf meinen Jäger geschossen. Ich muss die Schüsse abfangen. Ich bin ganz kurz verwirrt. Ich bin ja gerade beim Imperium. Uns greift gerade ein Sternzerstörer an. Ist es der Sternzerstörer von den Rebellen, den wir damals geklaut haben vom Imperium? Weil sonst wird es wenig Sinn machen. Hey, wir tun Rebellenschiffe. Oder. Nee. Wir safen gerade Rebellenschiffe. Ich bin nicht mitgekommen. Egal, wenn ich die Folgen dann schneide oder nochmal angucke, vielleicht checke ich dann, was los ist. Vielleicht habe ich was verpasst. Kann gut sein. Okay. Ja, die Overseer, die haben... War das nicht das Schiff? Ah, ich habe keine Ahnung. X-Flügler. Wollte jetzt mal sehen, wie krass ich bin, wie ich dir zerstören werde. Setze alle Transporter außer Gefecht. Okay. So. Ah, deswegen Ionenkanone. Okay, okay. Jetzt macht schon mal mehr Sinn. Also. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Wollte ein Teil vom Imperium die Schiffe zerstören und wir haben die Schiffe gerettet vor unseren eigenen Leuten, weil wir die nicht zerstören wollen, sondern nur lahmlegen wollen. Ist das richtig? Ich hoffe mal. Information und bereit. Ganz genau so. Rebellensensoren sind blockiert. Sie können euch nicht sehen. Oh. Cool, was war das für eine Rakete? Ionenkanone, oder? Eskortieren. Ja, dann mach ich jetzt mal eben Drift, oder? Der taktische Schild ist ein tragbarer Schildgenerator, den du auf verbündete Ziele abfeuern kannst. Ein Schild? Und wie mache ich das mit dem Schild? Ist das der Schild? Alles ja fresh. Ah, lädt gerade auf. So, jetzt schieße ich so ein Schild auf den. Interessant. Habe ich auch noch nie gesehen. So, wir drehen jetzt mal hier um. Weil da sind die Gegner. Ah, die werden jetzt nur lahmgelegt, oder?
Was, ein Shuttle ist down? Boah, Mann, ich kann doch gar nicht viel machen mit meinen Ionenkanonen da. Ich könnte es folgendermaßen machen. Dreieck. Kann der nicht davon down gehen? Doch, tschüss. So, jetzt habe ich dich gleich im Visier. Jetzt habe ich dich gleich. Da bist du. Du bist ja nahe. Komm, jetzt halt. Da, jetzt halt, komm. Auf da. Oh, ich konnte gerade nicht drehen. Ich bin in Position. Ja, was ist denn jetzt los? Jetzt habe ich aber ganz viel Damage kassiert. Rebellen habe ich im Visier. Ich bin gleich down, ich kann ja gar nicht regenerieren. Jetzt konnte ich regenerieren. Ja, zum Glück warst du gerade da, danke schön. Ich kassiere so viel Damage. Greif dieses Ziel an. Ja, Nick Bro sagt's gerade hier. Greif mal an, bitte. Den hinter mir. So, den da hier, komm. Ich habe ihn komplett ionisiert. Ich ionisiere die jetzt einfach alle. Ich ionisiere die und meine Freunde zerstören die. Ist das ein Deal? Ich brauche unbedingt Nachschub. So, er ist ionisiert. Er kann sich nicht bewegen. Ja, er kann sich nicht bewegen. Aber... ja. Wenn ich reinfliege, ist doof. Ich ionisiere dich. Also an sich, ich wollte schon mich so freuen, da ich schon lange nicht mehr gestorben bin. Und dann fliege ich volle Kanne in den Jäger rein. Oh Mann. Komm, 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 irgendwie treffen. Okay. Mann, das ist schade, da ich gestorben bin. So, wir eskortieren jetzt mal. Puh. Weiter geht's. Wo kommt sie denn da? Komm, die zerstören wir, Leute. Wir sind das Imperium, die sind nur Rebellen. Erster Down. Fehlen noch zu viele. Welchem? Okay, warte, wo? Ja, ich merk's. Hier, Schild. Danke. Hier kann ich leider keins geben. Ja, wenn ich den so die Schilde weghaue mit meinen Ionenlasern, können meine Freunde die zerstören. So, du bist tot, Kumpel. Du hast keine Chance zu überleben.
Beschütze die Shuttles mit Schilden. Ja. Ich bin in Position. Jetzt bin ich an der Reihe. Shuttle wird beschossen. Perfekt. Weiter geht's. Einfach mal ein Schild draufhauen. Und dann hier ein bisschen einheizen. Ich schließe mich euch an. So. Da. Ah, der dreht sich aber nicht so schnell, leider. Rebellen brechen ihren Angriff ab. Können der Overseer nicht zu nahe kommen. Titan 3, ich schalte die aus. Sehr gut. Dieser Schild sollte dir helfen. Ja, der... Die fliegen weg. Okay. Overseer hat die Daten empfangen. Entschlüsselung läuft. Tormentor steht unter schwerem Beschuss. Ihre Zerstörung steht unmittelbar bevor. Dieser Narr. Titan, kommt da noch jemand? Zurück und sichert den Rückzug. Nee. Warte, kommt der näher? Er kommt näher. Alles klar, dann müssen wir jetzt halt hier mal dafür sorgen, dass Captain Amos nicht stirbt. Ihr werdet den Angriff nicht überleben, Captain Amos. Amos, sorry. Ja, fahr ein bisschen schneller. Amos, lass dich treffen. Gut. Nein. Was für eine Verschwendung. Amos. Wenigstens haben wir, was wir wollten. Das war gar nicht Amos, es war ein anderer, glaube ich. Titan 3 hat uns getarnt. Geschafft? Verloren? Geschafft. Titan, wir haben die Sektorkoordinaten für die Werft der Starhawk extrahieren können, doch der Rest der Datenbanken war leer. Der Rest wurde gelöscht, als wir gegen Captain Amos aufgeflogen sind. Hätte mit seinem Schiff untergehen sollen, dieser Idiot. Wir kennen den Sektor, was die Suche zumindest etwas eingrenzt. Er kann sich nicht ewig verstecken. Titan, eliminiert den Konvoi. Lasst Linden wissen, dass wir kommen. Ich glaube, Medaille für langjährigen Dienst heißt, da ich nicht gestorben bin, oder? Ich glaube schon. Leider in diesen Flieger reingeflogen, war dumm. Aber wir machen weiter. Kriegen wir jetzt wieder einen Wechsel von den Seiten? Sieht so aus, oder? Ja. Und da ist Frisk wieder. Ah, die Rebellen, gell? Also, ich hab euch schon vermisst. Ich hoffe, wir werden uns schön wieder ein bisschen was kaputt machen in der nächsten Folge. Das war's nämlich mit dieser Folge. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.